Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Silverrun Forest. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind nach wie vor unterwegs hier mit dem Totholz-Auftrag. Ein Baum fehlt uns noch, 96%. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und ja, ich bin gespannt, ob wir den letzten Baum noch finden. Ich meine, ich hätte den hier hinten gesehen, aber ich bin mir da echt wieder unsicher, ne? Ob das denn auch der Baum ist, ne? Weil Totholz erkennt man ja an diesen gescheckten Bildern, diesen gescheckten Markierungen. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die ganzen Kommentare dazu. Und die ganzen Bäume, die werden despawnen, ne? Habt ihr geschrieben. Ich denke, dass das hier der Baum ist. Guck mal, das könnte er sein. Ist natürlich genau auf der Kante. Einen anderen habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Und wenn es nicht der richtige ist, kriegen wir wieder Mecker von Ecker. Ich versuche es jetzt einfach. Ich bin gespannt, ob der da sein wird. Nein, du hast einen falschen Baum gefällt. Das ist natürlich toll. Gut, das heißt, unsere Suche geht weiter nach dem letzten Baum, ne? Also, es ist echt belastend. Also, der Baum war es nicht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter suchen, Leute, ne? Also, es ist echt sehr schwer. Und der hat aber auch, glaube ich, gar keine Markierung gehabt, ne? Aber die Bäume hier zu finden, das ist echt hier so wie die Nadel im Heuhaufen suchen, ne? Der hat keine schwarzen Flecken, das heißt, der ist es nicht. Ah, hier ist er. Nee, doch nicht. Verdammt. Ich dachte, ich hätte ihn gerade gesehen. Weil die Schatten fallen hier auch, ne? Da müsst ihr echt lange suchen. Ich glaube, das war auch der letzte Totholz-Auftrag, sodass wir hier beim nächsten Mal ohne weiteres auch dann direkt reingehen können in unser Holz, ne? Wir haben ja auch ein paar Grundstücke, wo wir ein bisschen was machen können. Hier ist nix. Da sind wir schon wieder raus. Wo ist denn der letzte Baum hier, ey? Ach, Leute. Das kann es doch einfach nicht sein, ne? Wo ist denn dieser letzte Baum, der uns noch fehlt? Schreibt mal gerne rein, ob ihr auch so lange gebraucht habt, um den letzten Baum zu finden hier, ne? Das ist echt gar nicht so einfach. Ich bin wahrscheinlich schon dreimal wahrscheinlich da voran vorbeigelaufen. Und irgendein Baum scheint es jetzt noch zu geben hier, den ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Muss man echt gucken, ne? Der ist nicht. Ist nämlich der Küstenkiefer. Hier haben wir noch ein paar Bäume. Aber ich sehe auch keine mit schwarzen Flecken, ne? Auch nicht. Da auch nicht. Nee. Wo ist denn der Baum, Leute? Mann. Ich bin mal gespannt, ob dann die Aufträge auch wirklich die Bäume hier auch wirklich despawnen. Oder ist das der Baum, weil er jetzt hier nicht ganz gefallen ist? Ich versuche den nochmal hier klein zu machen. Ich weiß ja nicht, ob der auf dem Boden liegen muss. Nee. Wir haben immer noch einen Baum, ne? Ein Baum, der uns noch fehlt. Wir haben zwei Bäume gefällt, die wir nicht fällen sollten. Ist natürlich auch jetzt nicht so gut, aber wo ist denn dieser letzte Baum, ey? Verdammte Axt. Hier waren wir, glaube ich, gerade schon, ne? Ja. Hier ist nix. Der Baum auch nicht. Der hat auch keine Markierung. Gucken wir nochmal direkt hier an der Straße, ob da irgendwie vielleicht noch einer ist, aber nee, auch nicht. Das ist die goldene Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ne? Der auch nicht. Der hat auch keine schwarzen Flecken, der hat auch keine Markierung. Gucken wir mal weiter. Der auch nicht, der könnte. Der ist aber noch im Bereich hier drin. Boah, dieser letzte Baum, ne? Wirklich Wahnsinn. So, hier sind wir drin. Da nicht. Nee. Auch nicht. Der ist es auch nicht. Hier sind wir, glaube ich, damit zu weit runter, ne? Ja. Wo ist der denn? Ich bin, glaube ich, schon dreimal an dem Baum vorbeigelaufen. 100%. Ihr habt den wahrscheinlich schon gesehen und schreit gerade den Bildschirm an. Ah, ihr wisst das ja, ne? Let's Player und so sind ja blind. Sehen ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. ja.
Vielleicht der hier, weil der hier noch hier so zwischenhängt. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, dass er die Bäume nicht zählt, weil die nicht auf dem Boden liegen. Aber ich glaube, sobald die einmal durch sind, hat er die eigentlich, ne? Mann, jetzt suchst du hier diesen einen Baum, ne? Ich bereue schon, dass ich hier die Totholzaufträge angenommen habe, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt, ja. Da ist auch keiner. Nee, nee. Der auch nicht. Der auch nicht. Hier sind wir jetzt wieder raus aus dem Gebiet. Da vorne wäre ein Totholzbaum, aber der ist nicht in dem Gebiet. Ach, Leute. Wahrscheinlich ganz weit außen oder so. Ich guck mal gerade hier. Nee, hier sind wir wieder raus, ne? Ja. Hier sind nicht. Hier sind auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Das kann doch nicht sein, Leute. Mann, 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 Mann. Es ist echt eine Drucks, ne? Der nicht, der nicht. Der kann es auch nicht sein. Nee. Wo ist der denn? Ein verdammter Baum, der noch fehlt. Ich guck mal hier noch. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas übersehen. Ah, ich bin noch mindestens einmal das gesamte Gebiet hier abgelaufen. Eigentlich. Der auch nicht. Jetzt sind wir schon wieder raus, ne? Aus dem Gebiet. Okay. Es muss aber so ein grauer sein. Der hier? Oh, der könnte es sein. Aber... Na komm, wir riskieren es einfach. Was willst du machen? Ich habe einen gefunden, aber es wird nicht der richtige sein. Nö. Ich habe nichts gemacht, gar nichts gemacht, Leute. Das ist schon wieder der falsche Baum gewesen. Die sind halt auch manchmal direkt auf der Grenze, ne? Das ist natürlich echt gemein, ne? Diese Aufträge hier. Guck mal, hier ist keiner, da ist keiner. Hier sind natürlich noch ganz viele, ne? Aber es ist halt auch kein Totholz, ne? Boah, ich hasse diese Aufträge. Das war wirklich der letzte Totholzauftrag, den wir hier machen. Ihr lacht euch wahrscheinlich kaputt, weil ihr schon längst gesehen habt, den Baum. Das Gelbkiefer. Das müssen aber diese sein mit diesen Flecken, ne? Also... Wo ist er denn, ey? Wo ist er denn? Kann doch nicht sein. Jetzt haben wir eine ganze Folge, wo wir wahrscheinlich diesen doofen Baum suchen. Haben wir doch gerade schon. Hier sind wir wieder raus. Der steht wahrscheinlich hinter irgend so einem Braun. Und ich sehe den einfach nicht, ne? Nee, nee. Nope. Nein. Der auch nicht, der auch nicht. Kann doch verdammt nochmal die Wahr sein. Ist auch eine Küstenkiefer. Der ist auch noch. Aber dass die hier auch nicht auf der Map angezeigt werden, ne? Ist natürlich mit Absicht gemacht, ne? Damit du dir hier Wolf suchst. Ja, sind wir schon wieder raus. Da wäre einer, aber der ist definitiv safe nicht. Ach doch, da ist er doch. Lol. Aber seht ihr, das sind genau die Dinger, die halt... Gut, die anderen waren nicht markiert, ne? Ach, ja gut. So. Totholz-Mission abgeschlossen. So. Also im Stream wurde mir gesagt, dass die Bäume direkt despawnen. Wupp. Jo, Bäume sind weg. Wow. Wir haben jetzt nochmal 200 Euro nochmal... Hä? Extra bekommen, oder was?
Gut, wir haben noch Felsen zerstören, Seen, macht auch Sinn. Und nochmal Totholz, Leute. Ah, die Bäume sind ja trotzdem noch da. Habt ihr nicht gesagt, die despawnen? Die Dinger hier? Jetzt müssen wir die doch nochmal wegtransportieren. Oh nein, ey. Guck mal, die liegen hier noch alle rum. Ist das nicht sogar unser Waldgebiet? Nee, ne? Unser Waldgebiet war ja hier vorne, ne? Verdammte Axt. Jetzt müssen wir die doch noch wegtransportieren. Wo können wir die denn hintransportieren? Hier oben das Sägewerk, da können wir es ja erstmal nicht gebrauchen, ne? Ach, hier runter müssen wir es, glaube ich, ziehen. Ob das Sinn macht? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier haben wir schon so ein bisschen was gemacht. Hier habe ich auch noch ein paar befestigt. Wir können aber testweise mal eine Fuhre mal mitnehmen und die mal wegfahren. Warte mal, machen wir jetzt mal. Mal gucken, wie viel das bringt. Aber ich meine, ihr hättet gesagt, dass das überhaupt nicht viel bringt. Wir gucken mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, da fahren wir mal eine Fuhre weg hier. Also das Geld haben wir auf jeden Fall dafür bekommen. Aber ich guck mal, vielleicht kann ich noch ein paar mehr hier dranlegen, ne? Aber ich glaube eher nicht, ne? Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen ranzufahren. Vielleicht kriegen wir die ja auch noch ran hier. Wir können die ja auch mit dem hinteren Schild hier so ein bisschen wegschieben, ne? So. Auf jeden Fall, jetzt habe ich hier 10 Minuten eurer Zeit verschwendet. Gut, habe ich schon in einigen Folgen, aber das ist ein anderes Thema. Mal gucken, wie viel ich hier mitkriege. Die maximale Anzahl an Bäumen erreicht. Also 4 Stück maximal. Gut, ich gucke mal, ob sich das lohnt. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir das ansonsten machen sollten. An, ey. So, wir versuchen mal zu drehen hier. Ja, das kriegen wir hin. Und dann fahren wir mit den Bäumen mal bis zum Sägewerk und gucken uns das mal an, ob das hier überhaupt was bringt mit den Bäumen, ne? Gut, man könnte die natürlich jetzt aufladen, könnte die wegfahren. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Aber es ist echt ein verdammt langer Weg, ne? Guck mal. Jetzt hier hoch, da über den Fluss. Und dann darüber. Naja, machen wir mal. Aber der Kleine hat auf jeden Fall ordentlich zu tun, ne? Ach, guck mal, der ist doch noch nicht mal ganz vollgetankt. Sehe ich jetzt erst. Ach, du Heiland. Na komm, fahren wir mal eine Fuhre weg. Auf jeden Fall haben wir dann den Totholzauftrag abgeschlossen. Würde man in der Realität natürlich, glaube ich, nie machen, dass man die Sachen jetzt hier so weg... ja. Das ist, glaube ich, auch eine maximal dumme Idee, ne? Sind die irgendwo festgezogen, oder was? Warte mal, wie kann ich das Ganze denn hier... Ah, jetzt geht's. Okay. Warte mal, wir machen mal Salve in der Steuerung M. Ein bisschen locker lassen. Ui, 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 ui. Also Sicherheit ist anders, ne? Wow. Fahren wir mal zum Sägewerk. Mal gucken, ob das was bringt. Der fährt natürlich jetzt auch nicht so schnell, der Volvo hier, ne? Guck mal, und die Hölzer hier, die verklinkern sich immer mal wieder, ne? Ich werde hier bestimmt 1000 Mal noch hängen bleiben. Wir fahren mal lieber von der Straße runter. Und fahren mal hier runter. Und setzen wir auf die andere Seite über.
Können wir Warnblinker mal wieder ausmachen. Ach, guck mal hier. Was ist denn das hier? Das ist die, ah, das ist die Papierfabrik, glaube ich, ne? Das ist die Papierfabrik. Können wir die da auch wegbringen? Warte mal, wir gucken mal kurz. Oh, wir rollen die ganze Zeit. Ich guck mal kurz, nehmen die den Holz an? Ach, den müsst ihr erstmal wieder kaufen, damit das überhaupt annimmt, ne? Ne, das bringt überhaupt nichts. Das heißt, wir müssen jetzt hier rübersetzen. Was Wasser? Kommt wahrscheinlich nur der Zug und der überfährt uns. Grüße gehen raus an lieben Felix. Der kennt sich nämlich aus mit Zügen. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Weil wenn wir da gar nichts für bekommen, dann lassen wir das Holz da einfach liegen. Ich hoffe, das despawnt da. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber irgendjemand hat gesagt, das despawnt. Die Frage ist, warum hat das jetzt nicht gedespawnt und despawnt das wirklich, ne? Das wäre halt jetzt die andere Frage. Und kommt der jetzt hier den Berg hoch? Uiuiuiui. Ist natürlich ein bisschen schwer, ne? Ein bisschen schwach auf der Brust. Hätten wir vielleicht doch mit dem Unimog gemacht. Der hat natürlich ein bisschen mehr Power, ne? Aber so kriegen wir es halt auch weg. Boah, jetzt geht's hier auch nochmal hoch. Oh, nee. Also der Weg ist auf jeden Fall sehr weit. Da haben wir auch nochmal Verkaufsträger. Ach, das ist diese Außensiedlung hier, ne? Die haben wir halt hier auch nochmal. Die liegen halt alles andere als sicher hier, ne? Die Bäume. Und gleich wieder über die Straße, das wird auch lustig. Und am Wochenende haben wir ja auch ein Bötchen hier schon gebaut, auf der Map im Community Stream. Am Sonntag geht es übrigens weiter, Leute, da könnt ihr gerne wieder mitzocken, ab 19 Uhr. Da wollen wir die Achterbahn fertig bauen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir es schaffen werden. Da waren wir ja mit einigen mehr Geräten quasi unterwegs. Boah, es ist aber jetzt hier nicht so wirklich schön, ne? Oh Mann, ey. Das ist aber jetzt hier... jetzt nicht wirklich gut, ne? Mal kurz einen Screenshot gemacht. So, jetzt geht's wieder über die Straße. Wir machen mal die Warnblinker wieder an. Weil Safety first und so, ne? Guck mal kurz gucken, wie fahre ich jetzt am besten hier? Links und dann rechts runter, ne? Oh Mann. Ah, guck mal, da vorne müssen wir hin. Das heißt, wir müssen uns hier schon mal rechts einsortieren. Wenn wir da jetzt wirklich 10 Dollar für bekommen, für so ein bisschen Holz hier, dann lassen wir das sein und gehen ins eigene Holz beim nächsten Mal. Ja, schade, dass es hier keine zweite Zufahrt gibt. Man muss immer hier rüber. Man kann auch über die Bahngleise, aber es ist mir ein bisschen zu tricky, dass ich mich da verfange. Und hier haben wir noch eine Wiese. Eine Wiese brauchen wir irgendwann auch noch mit Schafen und so weiter, ne? Weil wir brauchen ja Stoff für unser, Komm, wir nutzen mal die Wiese hier. Ist ein bisschen sicherer. Stoff für das Segelbötchen, ne? Das brauchen wir auch noch. Und wir brauchen alle Produktion, habe ich festgestellt, für die Achterbahn. Wir brauchen nämlich nicht nur lange Bretter und Holzfliesen, sondern noch Fertigwandelemente, Schindel, Stühle, Eimer, Tische. Wir brauchen quasi alle Produktion hier und da werden wir einiges noch an Zeit benötigen, ne? Für den ganzen Spaß. So, wir machen nochmal an hier. Ich fahre jetzt mal hier in den jeweiligen Trigger rein. Mal zu gucken, was das Totholz bringt, aber wie der Name schon sagt, ne, das Holz ist tot und das kann man wohl nicht weiterverarbeiten, ne? Deswegen wird es uns das wahrscheinlich 0, nicht bringen, ne? Ein Jahr nicht, aber gut. Sei es drum. So, wir fahren mal ran hier. So, im Träger sind wir drin.
So, dann, ach, warte mal, ich habe die Trigger vorhin ausgeschaltet, wo ich einen Screenshot gemacht habe. Bei der Hof Bergmann, Interaktionsmenü, da ist es. Wow, 7 Dollar. Also, Leute, da lohnt sich der Sprit nicht. Und ich würde sagen, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge zur Silver Run Forest. Wenn euch das Ganze gefallen hat oder ihr euch auch so geärgert habt über den Preis der Totholzbäume, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten, wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag und sage mal nur, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.